Wenn der Name zu lang ist für Herausforderungen, willkommen zurück zu Let's Replay Crash Team Racing. Ja, hier, Nadelstreifens Herausforderungen, habe ich gar nicht angesprochen. Ist auch unwichtig. Was jetzt viel wichtiger ist, ist, dass wir das Platin-Relikt auf Burg Cortex auch noch holen. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden uns jetzt diesem letzten Relikt hier widmen. Das ist das letzte Platin-Relikt, was wir in den regulären vier Welten so holen müssen. Danach fehlen nur noch die Turbobahn und die Rutscharena und die werden kein Problem. Die werden wirklich kein Problem. Wie Burg Cortex jetzt wird, das werden wir sehen. Die Zeit beträgt 1,32, wenn ich das gerade richtig lese. Ich muss mal meine Lampe anmachen. 1,32, jupp. Hier waren einige fiese Kisten. Trotzdem sollte 1,32 durchaus realistisch sein. Wenn man hier natürlich einmal eine Kiste übersieht, also nicht kriegt, hat man auch direkt verkackt. So, hier war die fiese Kiste, glaube ich. Genau. Weiß ich natürlich noch. 1,32. Heilige Scheiße. Ich fahre gerade erstmal ein bisschen langsamer durch für so ein paar spezielle Kisten. Ich glaube, da lohnt es sich wirklich, die erst später zu holen. Also nicht direkt in dem Rush. Ah, Mann, mich juckt's. So. 1,32. Nicht vergessen, nicht vergessen, nicht vergessen. Oh, Mann, da bin ich ja schön durchgefahren. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Abkürzung werde ich nicht nehmen. Weil man die Kiste, die da ist, auch so im Vorbeifahren holen kann. In der Theorie. Das sollte zumindest machbar sein. So, die 3 Sekunden haben wir. Sehr gut. Hier hat man natürlich nochmal so einen schönen Hof, den ich jetzt überhaupt missachtet habe. So wie man ihn überhaupt missachten kann. Was war das? 1,34? Ich habe schon wieder vergessen. Mein Gott. Ich vergesse das Bündel. Nicht gut. So, gleich rechts lang fahren. Holen auf jeden Fall mal die Kiste, weil die hätten wir gerade, glaube ich, holen sollen. Habe ich aber nicht getan. Ich muss die Zeit jetzt wissen, mein Gott. Ich mache meine Lampe auch dauerhaft jetzt an. 1,32, gut. Und 1,27 hatte ich hier. 1,32. Okay. Von mir aus. Dann 1,32. Dein Wunsch, sein Befehl. Super! Oh Mann. Klappt ja echt alles heute. So, Moment, so. So, wunderbar. Ach, was mache ich denn? Super. Ist hier noch eine, ja? Mein Gott! So. Nichtsdestotrotz, ne? Holen wir die schon mal. 1,32 wird so hart, aber gar nichts. Ich habe hier so eine Scheiße gebaut, ne? So unglaubliche Scheiße. Oh mein Gott. Es wird aber mal so feste gar nichts. So, immerhin bekommen wir die alle. Ich habe es nicht vergessen, links lang. Gut, gut. Am Anfang bin ich halt so vorsichtig da gefahren. Verstehe ich aber. Nein, mein Gott. Wir haben wieder zu viel driftet. Nein, komm, das kann man vergessen. Wenn man zu viel driftet, weil man wieder zu geil darauf ist und dann ist einfach verkackt. Nee, dann muss ich auch gar nicht erst bis zum Ende fahren, um zu sehen, dass ich fail. Und was war das? Der war total auf dem Ding drauf und auf einmal... Akzeptiere ich so nicht. Akzeptiere ich wirklich nicht. So ist auch viel chilliger so eigentlich. Ach Mann, da muss ich einfach anders fahren. Da muss ich deutlich anders fahren. Runterbremsen. Und ich möchte es perfekt haben gerade. So, dass ich selber damit zufrieden bin. Das bin ich gerade einfach nicht. Mann, das hat doch gerade gut geklappt. Wieso habe ich es abgebremst? So, hier langsam lang und dann so um die Ecke. So. Jetzt hat es gepasst. So, dass ich auch damit zufrieden bin. So. Das Zeug lohnt sich jetzt nicht, ganz ehrlich. So,
Oh mein Gott. Gerade konnte ich da so wunderbar durchfahren. Jetzt war die Spinne ein bisschen zu lang unten. Ich war also ein bisschen zu schnell offenbar. Von mir aus. Noch ist die 1,32 machbar. Auf jeden Fall. Das würde ich so sagen. Klar. Noch einmal nicht viel verkackt eigentlich. Minimale Sachen. Okay. Super. Jetzt brauchen wir vor allem eine Route hier. Und die habe ich nicht. Fahren wir einfach einmal außen lang. Das wird schon ganz gut sein jetzt. So, Mitte. Jo. Super. Jetzt zweimal links. Oder vielleicht auch nicht zweimal links. Kommt auch an. Mal gucken, wie ich es gleich besser hinkriege. Ist nämlich total egal. Jetzt runterslowen. Runterslowen, runterslowen, runterslowen. Ausrollen lassen, wunderbar. Und jetzt hole ich die Kiste da hinten. Und gleich nicht wie ein Wahnsinniger durchdriften. Wie gesagt, nach den 1 Sekunden da, ist es, glaube ich, eine extrem blöde Idee, dann zu versuchen, die zu holen. Ist mir jetzt egal, ich wollte jetzt haben. Punkt. So. So, jetzt brauchen wir die zweiten da. Ja. Egal, die können wir später holen. Können wir aber nicht die Abkürzung nehmen wahrscheinlich. Darf ich jetzt auch gar nicht. Jetzt hier außen. Und jetzt die Kiste. Im Vorbeifahren. Nein, im Vorbeifahren, nicht im Runterfallen. Mann, du Pisskopf. Weil ich es jetzt auch unbedingt in diesem Versuch machen wollte. Der nächste wäre, glaube ich, viel besser gewesen. Viel, viel besser. So, nicht zu viel übrig lassen. Wichtige Taktik. Jetzt ganz rechts. Suck my dick. Das kann ich nicht mehr schaffen. Das kann ich nicht mehr schaffen. Ey, ich habe immer Probleme gehabt, überhaupt so hoch zu kommen gerade. Immer. Und jetzt auf einmal springe ich zu hoch. Das, was ich eigentlich auch schon die ganze Zeit befürchte, muss ich sagen. Das ist lächerlich. Lächerlich ist das. Was versuche ich hier eigentlich? Ich will nur eine Referenzzeit. Das versuche ich hier. So, überlegt mal, wir hätten jetzt die 10 Sekunden. Dann kämen wir echt super mit durch. Also hätten wir die 10 Sekunden, dann wäre alles Wirkchen. Aber ist noch mit einer der einfachen Stecken hier von der Welt. Engine Labor ist auf jeden Fall die schwerste. Ich glaube, es steht außer Frage. Hier bremse ich auch eigentlich schon ein bisschen zu früh, ne? Was mache ich denn? Mein Gott. Ist doch egal. Nicht schlimm. So. Direkt die linkste Kiste holen. Die linkste, ja. Die am weitesten links platzierte. Nein! Ich war doch durch! Ich hab's genau gesehen, dass sie runterkommen würde, aber ich dachte, ich passe da durch. Und ich habe auch eigentlich durchgepasst. Gut, dass ich die erwischt habe. Das wäre jetzt sonst wieder ärgerlich gewesen. Sehe ich jetzt echt nicht ein. Mann, du bist so ein Haufen Scheiße. Du bist so unbeweglich. Meine Fresse. Boah, nimm mal Unterricht beim Jorge González hier rein. God of High Heels. Mitte. War schon wieder knapp am Rand von der Höhe her. Knapp an der Gefahrenzone vorbei. Ach, ich habe beide Seiten noch. Super. Ist ja toll. Können wir gleich durchdriften. Mehr oder weniger, weil wir ja auf jeden Fall da die 3 Sekunden brauchen. Okay. Da kommen wir durch. Sehr gut. Die hintere Kiste. Ich hole ja ganz gerne die Kisten, die blöd zu erreichen sind. Als erstes. Ist einfach so eine Angewohnheit. Weil ich weiß, dass ich dann da nicht mehr verkacken kann. Oder dass es nicht mehr so schlimm ist. Dass ich da ein bisschen besser durchfahren kann.
Ja, gucken wir gleich mal, je nachdem wie die Zeit aussieht. Vielleicht können wir dann sogar die Abkürzung wagen oder müssen sie wagen. Kommt dann drauf an. Das ist in Ordnung, was da jetzt noch steht. Ohne großen Zeitaufwand. Für mich jetzt. Schon wieder drüber. Ist doch alles Kacke. Ist doch alles Algenwurzel. Wobei ich jetzt, glaube ich, besser in der Zeit bin als gerade. 3 Sekunden sind wichtig. Auch wenn wir nicht alles holen können. Wobei ich nicht glaube, das zu schaffen, aber. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wobei die Hoffnung hier wahrscheinlich nicht angebracht ist. Wobei, vielleicht doch sogar. Aber nee. Ein 1,32er. Haben wir keine Chance mehr, glaube ich. Und mit ganz, ganz viel Glück. Ich habe natürlich kein Glück! Wobei, noch ist es nicht vorbei, jetzt ist es vorbei. Hätte diese Spinne ihren scheiß Arsch da weggepackt! Hass! Purer Hass. Die Spinne von nebenan. Jetzt bin ich sowas von früh gesprungen und hab's es auch geschafft. Weil dieses Scheißteil hat uns jetzt immer den Run kaputt gemacht und da hab ich keinen Bock mehr drauf. Da hab ich einfach keinen Bock mehr drauf. Direkt weggepackt, fertig. Natürlich super. Aber immerhin habe ich die 3 Sekunden schon mal erwischt. Also es geht doch. Mit ein bisschen Konzentration dann. Nee, komm. Die waren beide scheiße getimed. Muss man auch in die Niederlage gestehen. Sich eingestehen. Yay, yay, scheiße. Gottverdammte. So, bisher wieder gut. Bisher wieder sehr gut. Ich will die haben, jawohl. Soll ich die da hinten haben? Hier oben, genau. Sehr gut, dann fahren wir jetzt die gewöhnliche Route wie immer. Schön außenrum. Mit 3 Sekunden direkt. Die linke Kiste, wunderbar. Fehlt noch rechts die Kiste. Die Kiste hier und eine Kundenkiste. Wenn man mal wieder ein bisschen riskiert. Hat mir das schon fast gedacht. Ich habe mir schon fast gedacht. Jetzt haben wir aber da keine Kistensorgen mehr. Jetzt können wir da durchdriften. Bin ich eigentlich vorhin im Versuch runtergefallen? Bestimmt nicht, ne? Ja, man muss es halt riskieren. Also man muss versuchen, irgendwie vorbeizukommen, wenn die keinen Platz machen. Irgendwie muss man ja die Kisten kriegen. Also man muss sie ehrlich gesagt ja nicht kriegen, aber ich bin jetzt runtergefallen. Also man muss sie nicht kriegen, um hier irgendwann mal Platin zu kriegen. Das habe ich ja gerade eindrucksvoll bewiesen, fast. Wie gesagt, hätte die Spinne ihren Arsch da nicht geparkt, hätte es auch funktioniert. Die muss ich jetzt gleich im Vorbeifahren kriegen und da bin ich vorhin auch runtergefallen. Das heißt, es könnte lustig werden. Bum, 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 bum. Stress mich jetzt nicht, Musik. Mitte. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir hier immerhin alle Kisten. Können auch hier schön durchdriften. In der Regel. Leider bin ich ein Mann. Ist doch scheiße. Also nicht, dass ich ein Mann bin und keine Regel bekomme. Nein. Das nicht, aber. Die Kiste ganz, ganz rechts. War's gut. Ich hätte mir auch vorstellen können in der Mitte. Was soll man da machen? Da muss man durch, ne? Irgendwo muss ein Mann halt mal durch. So eine breite Kante wie der Dingo da. 32. Wird schon wieder sportlich. Wobei eigentlich nicht. Wow! Das wäre sportlich geworden, wenn ich da jetzt verkackt hätte. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Um genau zu sein, 10 Sekunden. Die letzten Kisten. Können wir hier nochmal ein paar Schlenker machen. Und dann ins Ziel! Du Wichser! So. Also, wäre auch deutlich besser geworden. Eine 27er-Zeit hatten wir beim letzten Mal. Ja, an die kam jetzt leider nicht dran. Weil ich runtergefallen bin. Sonst hätten wir die locker gekratzt. Locker geschnappt hier, hätten wir sie geschafft. Aber ja. So ist das leider nichts geworden. Ja. Und das ist traurig.
So, der Part ist jetzt zwar perfekt vorbei mit diesem Relikt. Nee, nichts aber. Wir haben ja noch, oder? Na, oder? Ja. Ach komm, wir gönnen uns das noch. Wir gönnen uns das jetzt noch. Zumindest einen Versuch, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann halt nicht. Aber wir sollten es eigentlich direkt schaffen. Und zwar den Nitrohof, den möchte ich jetzt ganz gerne noch machen. Den mache ich eigentlich immer direkt nach den Platin-Relikten. Oder vielleicht sogar vorher. Ich weiß gar nicht, wie ich es beim letzten Mal gehandhabt habe, so, in den letzten Welten. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Relikte, das ist schon mal sehr viel wert. Auf Platin natürlich, also bis halt natürlich im Edelsteintal. Nee, aber im nächsten Part dann halt wieder die 4 CTR-Chips, ne? Dann ist der Part halt auch gefüllt. Genauso wie dieser Part jetzt eigentlich schon gefüllt ist. Und deswegen mache ich es lieber jetzt mal in diesem Part. Weil im nächsten Part haben wir sowieso genug CTR-Chips, ne? Also nehmen wir den einen jetzt lieber noch in den Part mit rein. Dann haben wir nach dem nächsten Part alle CTR-Chips hier. Sind dann auf 88% mit allen 4 Welten fertig, soweit. Und dann fehlen wirklich nur noch die Cups und Turbobahn und Rutscharena. Und das erste, was wir im nächsten Part dann natürlich am Anfang machen, nicht im nächsten Part, aber in der nächsten Aufnahme dann. Also ich werde jetzt in der Aufnahme hier auf jeden Fall noch, gerade den, Mann! Scheiße, ich nehme schon wieder 2 Stunden auf. Mein Fernseher. Kennt er mittlerweile bestimmt. Nein! Nee, aber das ist, ich werde auf jeden Fall nach den CTR-Chips dann direkt den Oxid erstmal besiegen, das erste Mal. Und dann können wir ja, ja, mit den Cups anfangen. Ich bin gerade ultra schlecht, das heißt, es könnte tatsächlich nichts werden jetzt hier. Was ich ein bisschen schade finde. Weil es ist eigentlich kein schwerer Kurs. Zumindest habe ich nicht wahnsinnig schwierig in Erinnerung. Wenn man mit ein bisschen Orientierung hier durchfährt. Du bist einfach zu fett, Dingo, da. Du bist einfach zu fett. Nimm mal ein bisschen ab. Ich bin ja mal wieder ein Sniper-Gott hier. Super. Schön vorbeigeschossen. Nee, ich muss jetzt erstmal ausruhen. Ich muss erstmal hier eine gewisse Routine oder Regel reinbringen, besser gesagt. Jetzt können wir nach innen. Jetzt sind wir, glaube ich, eine Runde gefahren. Ey, das ist jetzt schon die 4. Nitro-Kiste, glaube ich, in die wir reinkrachen. Und schon weit treffe ich nicht. Oh Mann. Ob die überhaupt noch mit der Herstellung von Nitro hinterherkommen, so wie ich die jetzt zerwäsche. Ich weiß es ja nicht. So, hier noch einen, hier noch einen. Und die restlichen beiden sehe ich auch noch. Ja, wie gesagt. Ein relativ chilliges Level, auch wenn ich jetzt mich hier sehr dumm angestellt habe. Aber der Nitrohof ist immer chillig. Ich will explodieren. Boom, Fail. Nitro, CTR-Chip wird abgenommen. So, finde ich ja sehr witzig. So, dann haben wir das auch noch gerade in den 3 Minütchen hergepackt. Und dann geht's zum nächsten Part, wie gesagt, mit den CTR-Chips hier weiter. Und dann können wir auch schon die Cups machen und sonst was. Und ja, wir kommen auf jeden Fall voran. Bis zum nächsten Part, Freunde. Tschüss.